Wie wird man eigentlich zu einem Held? Oder zu einer Heldin? Gute Frage. Viele Spiele und noch mehr Filme klären das mit einer kleinen Flashback-Szene. Tomb Raider nicht. Da gibt's gleich drei ganze Spiele, damit wir wissen, wie was, warum Lara Croft zum neuen Indiana Jones war ist. Gott sei Dank, muss man sagen. Weil der Reboot von der bekanntesten Gaming-Heldin überhaupt war von Anfang an ein Volltreffer. Weg von deiner pornösen Polygone, keine Gummiball-Akrobatik mehr, jetzt gibt's Realismus. Vom Look bis zur Action, mehr Drama und mehr Charakter. Oh. Oh. Oh Gott! Fast geschafft. Fast geschafft, das sagst du ständig. Shadow of the Tomb Raider ist der dritte und, es glaubt, der letzte Teil der Reboot-Trilogie. Wie gesagt, die ersten zwei Games waren schon Hits. Jetzt geht's an sie gemachte. Clara muss die Welt vor dem Untergang retten. Hat sie übrigens selber ausgelöst. Kalt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Schäm dich in Säckchen, Lara. Du darfst jetzt mal schön Indigo und drüber nachdenken, was du falsch gemacht hast. Und damit sie nicht ständig Selbstgespräche führen muss, hat sie einen Sidekick dabei. Der Jonah. Der sorgt für die emotionalen Dialoge und hat teilweise sogar eigene Meinung. Gut, ab und zu übertrieben sie so. Bitte klein weniger Rede und mehr Tomb Raiden, Gottes. Jonah, Hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Also, spielerischer findet das Game das Rad ohne neu. Es kitzelt aber aus einem guten Rezept noch mehr raus. Clara muss immer noch klettern, springen, schießen. Was anderes hätten wir ohne erwartet. Auf die Steuerung kann man sich verlassen. Meistens halt. Wenn die Kamera mal spinnt, dann hupfst du ins Leere. Nicht oft, aber wenn, dann nervt's. Das Crafting ist okay reduziert worden, man bastelt weniger, kauft dafür mehr. Es fällt aber nicht großartig auf. Viel wichtiger sind in Tomb Raider aber die Rätsel. Und da gibt's im neuen Teil auf jeden Fall viel. Und vor allem viel Gutes fürs Geld. Immer wieder stoppt man in einer Sackgasse, wo nur genau Show und Nachdenken hilft. Die Physikrätsel zum Lösen macht echt Gaude. Aber jetzt mal ehrlich, war das bei der Mayas echt ein Architektentrend, dass man Tempelschätze nicht einfach versperrt, sondern 12 Hebelrätsel und 3 Plattformlabyrinthe drumherum baut? Ja, aber andererseits ist es auch kein Wunder, dass sich Fräulein Croft da wieder heim fühlt. Sieht man in einem spielbaren Flashback. Als kleines Kind ist Lara in der Villa vom Papa nicht mal vom Wohnzimmer zum Klo gekommen, ohne 3 Geheimgänge freizulegen. Hashtag First World Problems. Also, ihr mit allen neuen Tomb Raider mit Spaß geht. Das neue Spiel zieht die mit einer spannenden Geschichte durch eine eher geradlinige Welt. Zum Glück warten links und rechts vom Werk so viele geheime Gräber, versteckter Kleinkram und Nebenquests, dass du die gern ablenken lässt. Da sind schnell 20 Spielstunden voll, wenn man klelle mehr sehen will. Neugierige werden auf jeden Fall vom Spiel belohnt. Lara ist zwar eine knallharte Kämpferin, aber das mal eine kleine mehr in Richtung Assassin's Creed. Die Schießereien halten sich in Grenzen, du nimmst mehr der Bogen in die Hand. Dafür hast du viel Tarner und Täusche. Sag mal, kommt euch die Schlammmaske auch so bekannt vor wie mir? Schön ist, dass sich der Schwierigkeitsgrad in verschiedenen Kategorien abpassen lässt. Leichtere Fights mit knackigen Rätseln sind so problemlos möglich. Was mir aber am besten gefällt, Shadow of the Tomb Raider, vergiss ihn nicht. Der neue Teil hinterlässt deutlich mehr Eindruck als seine Vorgänger. Schauen Sie euch auf jeden Fall mal an. Merci fürs Zuschauen, massiert sich auf Vorarlberg Online. Und falls du vergessen hast, wie übel Lara früher ausgesehen hat, bitte jetzt noch kurz aufpassen.
Das müsste scharf genug sein.